gelaufen. Ja, das ist das Board, an dem sie gearbeitet hat. Oh, also ich wusste, ich habe das heute schon irgendwo gesehen. Na klar, gleiche Farbe, gleiche Körner. Was machen Sie denn schon wieder hier? Was wollen Sie? Eine Erklärung. Wieso haben wir in den Beinen des toten Jonas Germann Spuren von Ihrem Schleifpapier gefunden? Wer schleift denn an Menschen herum? Das kann man überall kaufen. Jeder kann das. Aber nicht jeder hinterlässt Ihre Fingerabdrücke da drauf. Was? Auf den Resten, die wir gefunden haben, sind Ihre Fingerabdrücke. Was? Wo gefunden? Jemand muss das von mir gestohlen haben. Hier kann ja jeder rein, wie Sie gerade bewiesen haben. Sie meinen, jemand möchte Ihren Ex-Freund Jonas Germann töten? Er tränkt dazu den Hund seiner Schwägerin, damit jeder an ein Monster im See glaubt, dem er die Tat dann unterjubeln kann? Ja, aber das reicht ihm natürlich noch nicht. Vorher fährt dieser jemand noch schön zur Ex-Freundin des Opfers, weil er weiß, da liegt eine Menge Schleifpapier rum. So, nachdem er dann die Beine bearbeitet hat, nimmt er genau dieses Schleifpapier, geht zum Imbiss gegenüber und wirft es da in den Müllsack. Damit jeder den Imbissbesitzer verdächtigt, der ja auch ein Motiv hätte. So, das klingt doch ganz schön kompliziert, oder? Was weiß ich denn? Was hab ich denn damit zu tun? Sie sind gestern zum See gefahren. Dann haben Sie Jonas Germann beim Schwimmen überrascht und dann haben Sie seinen Kopf so lange unter Wasser gehalten, bis er tot war. So ein Quatsch, ich war gestern nicht dort. Wo kommt denn das Papier mit Ihren Fingerabdrücken her? Aus dem Foodtruck. Was? Ich habe dasselbe Papier benutzt, als ich den Truck ausgebaut habe. In der Werkzeugkiste muss noch welches sein mit meinen Fingerabdrücken drauf. Die gleiche.